die Dissipation eines autopoetisch abgeschlossenen Körpers, von dem alles ausgeht und in das und in den alles eingeht, was von Welt oder Weltvorstellung sein kann, ist die eine Sache der homöostatischen, wunschlosen Glückseligkeit, in dem dessen abgeschlossene Reintegrationsfähigkeit aufrechterhalten wird, um jenes Glück, jene Ataraxie, jene Zufriedenheit zu erreichen, die dann nichts anderes bedarf als das Essen am eigenen Weltvorstellungsraum. Der Gegenspieler dazu ist das Aufbrechen, der Tod, der Agavenfall, die Drittveränderung. Dies ist eine andere Paralektik, die diese Hermeneutik, diese hermetische Autopoiesis durchkreuzt, ansticht, verandert auf ein alienierendes, verdingt, programmiert.